Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück beim Grand Prix 2 Manager. Der große Preis von Argentinien in Buenos Aires steht an und wir gucken einfach mal, was wir so in den Nachrichten stehen haben. Wir haben hat ja geregnet beim letzten Rennen. Und Martin Brundle fällt für ein Rennen aus. Was ist denn da los? Gute Besserung an der Stelle. Jean Alesi hat das letzte Rennen ja gewonnen. Was sagen die E-Mails? Nix. Gucken wir in die Sponsoren rein. Ja, das Interesse ist hier stark begrenzt. Ich glaube, wir müssen da mal irgendwie Gas geben, dass wir hier ein paar Sponsoren an Land ziehen. Hier wird auch fleißig dran gebastelt. Hier ist ein bisschen was kaputt. Ob man die vor Argentinien nochmal erneuert, die Teile, und mitschleppt. Achso, warte mal, müssen wir mal bei John Newhouse aka Jacques Villeneuve gucken. Nee, okay. Die entwickeln hier hoffentlich fleißig. Halbautomatisches Getriebe noch nicht begonnen. Mach doch einfach weiter. Nächste Stufe. Achso, guck mal, wir haben noch freie Zeit hier. Dann können wir die doch ordentlich mal hier loskommen. Zack. Macht was. Achso, die können auch was anderes entwickeln. Nicht, dass die immer nur an dem gleichen bauen. Das wird dann sonst ein bisschen eintönig. Vollautomatisches Getriebe, Schürze, verbesserte Lenkung, Turbo. Ich denke mal an die Schlupfregelung. Kann man mal was reinhauen hier. Dass sie da auch mal was machen. Chassis, wie sieht's da aus? 13% abgeschlossen. Ja, das dauert ein bisschen. Technologie beschaffen, hier kann man so ein paar Spionageaktivitäten starten lassen. Wir machen es einfach mal aus Spaß. Wollen wir hier beim Benetton mal ihn raushauen. Kostet jetzt zwar 60.000, aber den Spaß machen wir uns einfach mal. Oh, ihre Sicherheitsmaßnahmen sind so gut. Okay, was mit Ferrari? Nee, was mit McLaren? Ich glaube, die anderen Teams, da brauchen wir jetzt nicht spionieren. Das wird wahrscheinlich eher sich negativ auswirken. Die Ergebnisse für Williams sind eher eine Katastrophe, noch keine Punkte nach eher katastrophalen Rennen, muss man mal so sagen. Benetton führt aktuell und in der Fahrerweltmeisterschaft führen Jean Alesi und vor Gerhard Berger. Und ja, muss man noch nachgucken. Das Auto, das lassen wir erstmal jetzt so, wie es ist. Fahrhilfen müssten sie, glaube ich, jetzt alle schon haben. Stufe 1, genau. Einrichtungen. Sind wir gerade dabei, einen Windkanal zu bauen. Und in der Herstellung. Geht's da ein bisschen ab. So. Das ist noch alles in Ordnung. Das können wir hier am Windkanal machen. 50.000. Nee, ich habe so viel für Spionage ausgegeben. Da kann ich jetzt nicht wieder hier irgendwas mit dem Windkanal machen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Rennen rein.
Argentinien, wir machen immer noch die Quali und das Paraderunde und das Rennen. Das ist wieder so weit entfernt, wir nehmen wieder nur begrenzt Zeug mit, würde ich sagen. Der Teamfahrer, der Testfahrer, der dritte Fahrer, der Ersatzfahrer bleibt gleich mal zu Hause. Mechaniker kommen auch noch ein paar mit. Wenn wir dann innerhalb von Europa unterwegs sind, dann würde ich sagen, nehmen wir mal alles mit, was wir haben. So, die Qualifikation ist bewölkt. Was ist denn eigentlich das für ein Bild? Ist das Frankreich? Magny-Kurve vor der Schikane? Quatsch, Haarnadelkurve? Nee, ne? Könnte auch Silverstone sein. Ich glaube, das ist, oder? Ah, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst, was es ist. So. Ich soll einfach Gas geben, auf dass wir hier, so, für eine Pause beenden. Zack. Dass die noch ein paar gute Runden fahren. Sound auch diesmal leider nicht dabei. Schade. Ja, achso. Ach, das pausiert dann, wenn man die anklickt. Okay. Ach, es kam auch der Hinweis, ich soll irgendwelche Sachen... ausstellen. Ist der jetzt an der Box wieder? Oder habe ich den jetzt irgendwie gedingst? Sagen wir dem nochmal gar... Komm, Boxentafel zeigen. Mach mal weg. Achso, wenn ich da auf Box klicke, fahren die dann rein, oder? Schau mal, Lesi hat den Rekord gebrochen. Gerd Berger hat den Rekord gebrochen. Gibt es irgendwo eine Zeitübersicht? Ja, also noch gar keine Runde gefahren. Dann wird es aber mal Zeit. Bis auf die Tube drücken hier. Es hieß zwar, jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich soll das nicht beschleunigen, sondern in Echtzeit, aber Mika Häkkinen. Achso, fahren die jetzt erst raus mit dem Befehl hier? Scheint so. Oh. Ja. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die irgendwie ganz hinten rumkrebsen, wenn ich das nicht raffe. Hier ist alles in Ordnung. So, jetzt gibt man ein bisschen Gas hier. Boxenfunk haben sie ja, glaube ich, noch den Befehl drin, dass sie einfach schrubben sollen wie Sau. Wetter ist bewölkt, aber trocken. Ich glaube, großer Preis von Argentinien in Buenos Aires. Wann sind die rausgeflogen, die Strecke Mitte der 90er? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich auf dieser Strecke noch eher ein Rennreal gesehen habe. So, die hatten jetzt Benzinprobleme. Haben die da jetzt überhaupt irgendwie mal eine Zeit gefahren? Oder 1,42, warum denn das? Was sagen sie denn? Achso, wenn die retired sind, kann ich die dann nicht mehr in der Box irgendwie bearbeiten? Das ist ja auch wieder grenzwertig. Ja, dann müssen wir dann mal sagen, na gut, jetzt wurde die eh nicht mehr fahren, da können wir auch, hätte ich da schon wieder von selber irgendwas einstellen müssen, von wegen Boxenstrategie, dass die da irgendwie, oder, die KI ist doch gefühlt, na gut, da passiert eh nichts mehr, ja. Ja, das ist wieder hier eine Grottenausgangsposition. Das Williams, die, oh, guck mal, Damon Hill hat sogar noch nicht mal die 107% Marke geknackt. Das ist doch ein ganz großer Mist. Oh, nee, ich fasse es nicht. Das ist die Startaufstellung. Häkkinen vor Alesi und Coulthard. Dann Berger, Panis, Schumacher, Irvine, Barrichello. Das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt die Sachen nicht mehr einstellen können an dem Auto, wenn hier Newhouse irgendwie sagt, zack, nee, ich hätte es lieber so oder so. Das ist jetzt nicht mehr möglich.
Na gut, auf jeden Fall nicht ganz letzter, aber es gibt natürlich nur für die ersten 6 Fahrer Punkte und das wird für Newhouse jetzt ganz schwer, da einfach mal ranzufahren. Hat er irgendwie eine Information, Anweisung? Komm, alles oder nix. Hier, Setup. Ratschläge. Heckflügel ist zu niedrig. Das heißt, wir erhöhen die mal ein bisschen auf 40. Ich glaube, der Reifendruck stimmt. Hier müssen die Aufhängungen rundherum fast steif. Oh, er hat steif gesorgt. Okay, das war jetzt kindisch. die Frage ist, wo kann ich das machen? Hier vorne. Da gehen wir da mal alles oder nichts hier. Was wollte er noch? Reifendruck stimmt nicht. Will ein bisschen mehr. Hier kann man es einstellen. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt so passt. Getriebeeinstellung, Schwerpunkt und Bremsbalance ist in Ordnung. Hoffe ich mal, dass wir mit der Einstellung irgendwas reißen. 3-Stopp-Strategie. Guck mal, was er nur für Reifen hat hier. Ach du große Güte. Achso, ich kann einfach hier einen neuen. Na, dann nimm doch einfach hier neue. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, neue zu nehmen, aber guck mal, wenn die nach 3 Runden hier schon so runter sind. Oder ob der erstmal mit dem hier startet. Ah komm, wir gehen einfach neue Reifen. Wir haben eh nichts zu verlieren aus der Position. Und jetzt geht's los mit einer Paraderunde. Bumsbarrikade den Wagen abgewürgt. Der Fahrer wird aus der Boxengasse neu starten müssen. So, das Rennen, alle Ampeln gehen an und schade, dass kein Sound ist, das finde ich halt ein bisschen blöd. Was soll ich mir natürlich wieder drücken hier? Mika Salo hat den Wagen abgewürgt. Uiuiui, Salo draußen. John Newhouse auf der 13 aktuell. Hier haben wir noch verschiedene andere Perspektiven. So, das sind hier die einzelnen Rundenzeiten. Irgendwo gab es doch diese ganzen Einstellungen, dass er diesen ganzen Käse von wegen Dings und Bums da nicht einschaltet. Ja, die Urban draußen, John Newhouse, Runde abgeschlossen, jetzt auf der 10 aktuell. Was ist denn das für ein Button? Weil schon alles ausgeschieden ist. Fisichella draußen, Pedro Lamy draußen, John Newhouse draußen. Oh. Was hat der denn schon wieder gemacht? Benzin? Hä? Es ist doch zum Brechen. Da kannst du eigentlich gleich direkt wieder hier, das Rennen beenden, weil passiert sowieso nichts mehr. Wenn der John Newhouse hier ausgeschießt mit Benzin, hä, der hatte doch aber voll. Ich verstehe das nicht. Berger, Alesi, Berger, Häkkinen, das ist das Podium. Und hier noch das Rennergebnis. Ja, sorry, wenn ich einfach hier so durchrushe, aber wenn beide Fahrer ausgeschieden sind im Rennen, dann kann man hier, glaube ich, auch nicht mehr sinnvoll irgendwas machen. Immerhin noch auf der 15. Na gut, wenn man so sieht, ein Platz gut gemacht. Ist natürlich vollkommen inakzeptabel. Benzinprobleme hatte er. Tja. Hätte das mit der Spionage doch lieber mal funktioniert. Nach 8 Runden kann er doch nicht schon mit Benzin ausscheiden. Der war doch vollgetankt eigentlich, diese, was dort eingestellt war. Naja. Jetzt geht's nach Deutschland, da können wir wieder aus dem Vollen schöpfen.
Okay, jetzt meine Nachrichten. Erste Pole für Häkkinen. Erster und zweiter Platz für Benetton. Gehen wir in die E-Mails rein. Preisgeld. Ja, gab sogar ein bisschen Geld für diese miese Performance. So muss es doch sein. Windkanal wird nach 15 Rennen fertig sein. Anti-Schlupf. Oh. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, wenn die ja fertig sind. Hier geht es auch ordentlich weiter. Es sieht so aus, als würden wir das Chassis fertigstellen. Ja, sehr gut. So, gucken wir mal nach den Sponsoren. Ich glaube, wir haben uns da jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber die wollen alle gar nichts hier. Ne? Interesse null. Das ist doch nicht schön. Mit Blaze mehr Mühe geben. Ich finde auch hier von dem Spiel die Hintergrundmusik so genial. Gut, nehmen wir mal. Da müssen wir jetzt mal irgendwas. Machen wir Alonso-Öl weg und schmeißen das auf die Blaze. In der Hoffnung, dass die sich vielleicht nochmal anders überlegen. Ich denke mal, jetzt so zum Deutschlandrennen kann man da auch nochmal hier einen Werbeartikel raushauen, wie zum Beispiel diesen wunderschönen Schlüsselanhänger. Was haben wir hier? Anstecker, Bilderrahmen. Komm, in T-Shirt, das geht auch immer, zack. Dass wir so ein bisschen hier Präsenz zeigen und eine Mütze darf auch nicht fehlen. Als Werbegeschenke. So. So, weil es das neue Rennen ist, da kann man hier einfach mal alles erneuern. Achso, ich hätte auch noch das Auto tauschen können, ne, eigentlich. Was ist denn das eigentlich hier? Achso. So, die besten Teile wurden eingebaut. Hier geht's weiter. Hier sind sie auch bald fertig. Und dann, was kann man noch machen? ABS. Vielleicht. Achso, Gewinn und Verlust will ich, glaube ich, lieber nicht wissen. Hier geht's nur ins Minus. Also das Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben. Kann man hier eigentlich die. Kann man denn eigentlich die Löhne kürzen hier? Wegen Misserfolg, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich. Wir können sogar Lehrling einstellen, das ist ja geil. Komm in Lehrling. Achso, Durchschnitt 7 und Lehrling hier, Gehalt 51.000, ne? Der hat bei seiner Berufswahl alles richtig gemacht, ne? Muss man mal so sagen. PR-Manager. Das ist natürlich ein Fiasko. Jim Bright. Ist der Sound wieder weg? Sollen wir dann kurz mal hier reinklicken? Warum das nicht automatisch weitergeht? Ist natürlich auch unklar. Wir können noch ein bisschen runtergehen, aber da müssen die Leute natürlich gut sein. Das neue Chassis ist zu 21% fertig. Also knapp ein Fünftel. Und wie sieht eigentlich mit den Fahrhilfen aus? Achso, da sind wir jetzt hier so ein bisschen was am Rumbauen. Achso, warum hat denn der das nicht? Der soll das auch haben an seinem Testauto. Kann man eigentlich jetzt auf dem Nürburgring eine Testfahrt machen? Hier ist natürlich gesperrt hier, was auch sonst. Ich meine, hey, gut, Großbritannien, das wäre ja direkt. Oh, wie teuer das ist. Großbritannien liegt ja direkt dran, da könnte man mal eine Testfahrt machen. Ansonsten, ja, war es wieder leider ein Personal. Das läuft alles aus ja fürs nächste Jahr. Eieiei. Da muss jetzt endlich mal ein Ergebnis kommen, muss man doch mal so sagen. Wie gesagt, nächstes Rennen Nürburgring, da werden wir alles mitnehmen, was wir haben. Und dann hoffe ich doch, dass wir da endlich mal ein paar Punkte bekommen.
Ja, warum der hier Benzinprobleme hatte, daher Newhouse. So, geht auch mehr rein. Er kann sonst, ach so, ah. Kann man sonst auch einen Tank reinbauen, der über die volle Distanz geht. Dann ist das Auto aber gleich schwerer. Ah, jetzt habe ich genau 666 Kilo. Haha. Wir bauen nochmal einen größeren ein. Bei allen Fahrzeugen, dass die. Ah, das schaffen die schon 7 Runden mehr, ne? Also. Vielleicht könnte man auch mit einer Einstopp-Strategie fahren dadurch. Wird dann zwar knapp, aber vielleicht müssen wir dann auf den 60er-Tank gehen, der nochmal 1 Kilo mehr wiegt. Weiß ich jetzt nicht, bleiben wir erstmal dabei. Auf jeden Fall haben wir fürs nächste Rennen hier. Gibt es noch bessere Teile? Nee, das ist schon das Beste, was es gibt. Und trotzdem keine Performance. Naja, gut. Speichern wir ab. Kann man natürlich wie bei Grand Prix 2 natürlich so machen, dass man am besten hier 10 Bazillionen mal speichert. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Rennen. Nürburgring, und wenn ihr Tipps zu diesem Spiel habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, macht's gut und tschüss.